Wir lernen in erster Linie Körperwahrnehmung und Entspannung. Die Formen sind eigentlich ein Beiwerk. Also da gibt es dann schon rein physiologisch das gute Stehen, also dass man sich angewöhnt, gerade aufrecht zu stehen und solche Geschichten. Das machen wir auf der Wiese. Aber die Körperwahrnehmung ist auch wichtig, auch sogar physiologisch, weil es sehr viel um halt Bindegewebe, Form, also die halten ja den Körper in einer bestimmten Form, und wenn ich mir angewöhnt habe, gebückt zu gehen und mich zu verhalten, immer gebückt vorm Computer zu sitzen, dann ist auch das Bindegewebe so, dass das in dieser unnatürlichen Haltung den Körper in erster Linie hält, das ist dann der Standard. Und dann zu merken, wie kann ich wirklich atmen und so, ist eine eigene Geschichte. Und das sind alles unterbewusste Muskelgruppen. Die kann ich nicht direkt angehen. Wir sind gewohnt, immer alles direkt zu machen. Direkt machen, abhaken, fertig. Ist genau das Gegenteil von dem, was wir hier brauchen. Es ist meistens indirekt, und es ist ein Weg, der graduell zu immer mehr, also ein endloser, gradueller Weg zu Gesundheit und sogar Wohlbefinden führt, und das ist eigentlich das, was wir lernen. Also Körperwahrnehmung kann man gut einüben, indem man wirklich eine kurze Pause macht, am besten eben auch auf der Wiese, das machen wir auch, nach einer bestimmten Abfolge, jetzt nach der Intro-Sequenz, die wir gleich machen, zum Beispiel eine kurze Pause, und fragt, wie fühle ich mich jetzt? Ohne Geschichte, also ohne sich dann jetzt, ach, es war heute nicht so, oder man hätte, nein. Das ist Gefühl. Wie fühle ich mich jetzt? Die Antwort ist euer Körpergefühl. Und das muss man üben. Das kommt nicht von heute auf morgen. Am Anfang ist es bei manchen so, dass auch das mit Hindernissen belegt ist. Und die, wenn man da nie drauf geachtet hat, überhaupt erstmal Körpergefühl muss ja erstmal geübt werden. Also bei manchen ist dann gerade noch was in den Fingern, alles andere nicht und so. Eigener Weg. Wie gesagt, ist auch nicht abzuhaken. Körpergefühl, hier ist mein Körper fertig. Nee. Leider oder zum Glück nicht so. Also das ist wichtig. Und Entspannung. Entspannung, das ist gut, bei sich selber festzustellen, indem man wirklich einmal vollständig atmet. Mal mit Körper zusammen machen. Und etwas langsamer ausatmet. Könnt ihr auch gerne öfter machen. Und sich dann fragt, bin ich freundlich mit mir? Mit denen, die mich umgeben? Mit allen und allem? Bin ich gelassen? Bin ich aufmerksam? Ihr merkt, auch das sind Themenbereiche. Man kann eben immer wieder aus diesem Stress rauskommen, indem man kurz diese Atempause macht. Das muss ja auch niemand mitkriegen. Also man kann das wirklich öfter machen und sich diese Frage stellen. Auch selbst diese Themenbereiche sind riesengroß. Sich zu fragen, möchte ich überhaupt freundlich sein? Gibt es Situationen, in denen ich unfreundlich sein möchte? Oder gehe ich sogar davon aus, dass Aggressionen gut sind? Ja? Kann ich immer nur sagen, das, was man macht, übt man ein. Also wenn ich Anspannung einübe, wenn ich mich mit Anspannung beschäftige, übe ich Anspannung ein. Wenn ich Entspannung übe, mich damit beschäftige, übe ich Entspannung ein. Ja? Also wir machen Jakobsen 2 hier auf der Wiese. Wir stellen nur noch fest, wo Anspannungen sind, und lassen die langsam los, und schon haben wir noch ein Thema. Und das wird eben immer feiner, dieses Loslassen. Und dieses Entspannen ist leider auch wirklich meistens diese unbewussten Muskelgruppen. Man muss dann mitkriegen, was überhaupt im Körper los ist. Das ist langsam. Ohne Action, wir machen keine abrupten Bewegungen. Von daher, manche
für manche ist das nichts. Und das ist okay. Ja? Muss ja nicht. Also es ist ja wirklich offen für jeden, es ist aber auch offen für jeden wieder zu gehen. Ja? Für mich wäre schön, wenn viele, viele kommen und mich mit viel, viel, viel Patronen, Geld beglücken. Das wäre schön. Da würde ich, also so viel könnt ihr gar nicht werden. Also das sehe ich jedenfalls nicht, dass man mit solchen, na, mehr für introvertierte Sport, für faule, das hat nicht so einen Multiplikatoreffekt. Also die Leute, die wirklich hierher kommen und länger mitmachen, das sind alles Leute, die eben für sich darauf gekommen sind, dass für sie das gut ist. Es ist nicht so was, dass man sagt, oh hier Heinz, hast du gesehen, das ist toll hier mit dem, was der da auf der Wiese macht, kommen wir hier 10 Leute. Nee, das sind so ruhige Sachen. Ne? Keine Action. Das sind halt alles so Themen, die man anderen Leuten nicht so gerne erzählt. Ne? Es sei denn, man ist nun einer von 20 Mönchen, da kann man den anderen Mönchen erzählen, guck, der macht was zwischen Meditation und Alltag und das passt uns ganz gut, da gehen wir mal hin. Das wäre die einzige Multiplikatorgruppe, die ich mir vorstellen kann. Also das ist schon sehr speziell. Ihr könnt alle, wenn ihr das wollt, vorbeikommen. Ist ja klar. Ich sage nur, es ist sehr langsam. Es ist der Weg nach innen. Aber es ist, wie gesagt, ein Weg. Diese Formen sind nicht dazu da, dass man die auswendig lernt, abhakt und dann die nächste Form macht, sondern dass man bei sich in der Form bleibt und immer wieder feststellt, kann ich das noch einfacher machen, kann ich noch mehr meine Schultern locker machen, kann ich noch freier atmen. Ich glaube, man merkt zumindest, dass das in die richtige Richtung geht. Ist auch klar, es ist kein nicht Pille einwerfen, fertig, Krankheit weg. Nee, es ist langsam, aber es ist also sicherlich gut fürs Immunsystem auch. Für den Körper auf jeden Fall.